Noch 3 Tage. Dann kann mich diese Stadt mal. So viele Pillen. Wer kann das sein? Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den 2 letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht.
Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Hey! Hey, warte! Hier unten! Oh, verdammt nochmal! Sag mal, träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad! Pass auf! Hier rein! Los! Ja! Ja! Brad! Oh, Scheiße! Scheiße! Denk nicht dran! Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet! Nein, tu ich nicht! Sind wir noch ein Team? Immer! Dann hau ab! Und versau's nicht wie ich! Geh! Sorry. Sicherheit! Ich gehe da nicht raus! Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin! Sorry.
Langsam. Ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bringen wir dich in Sicherheit. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich! Wow. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich! Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Captain, diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihrer. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom.
Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Hallo Leute, ich bin Manuel von der Wahn. Nächster Mod für Jill. Wie ihr bereits erraten habt, war das Aerith aus Final Fantasy 7 Remake. Und wie ihr bereits mitbekommen habt, war das Ganze ohne Kommentieren. Und also das wird jetzt dieser Projekten einfach ohne Kommentar sein. Ich hoffe, trotz der Bugs in diesem Mod hat euch das Mod gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf 3. Ciao.